Von ihren Zeitgenossen, meine Damen und Herren, wird Bettine, manchmal auch Bettina von Arnim, die 1785 in Frankfurt am Main zur Welt kam, wird die Dichterin, die Autorin von Goethes Briefwechsel mit einem Kinde beschrieben wie ein koboldhaftes Wesen, das sich aus einer Shakespeare-Komödie ins wahre Leben geschwungen hat. Sagen wir ein Wesen aus dem Mittsommernachtstraum. Irisierend, flatternd, sprunghaft, hell und schattenlos wie die Glut am Mittag, immer nur den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit suchend. Und das sind nur ein paar der Bezeichnungen, die man über eine junge Frau findet, die schon ihren Zeitgenossen gewaltige Rätsel auferlegt. Sie lebt und schreibt und agitiert in einer Zeit, die wir heute den Vormärz nennen. Das sind jene knapp drei Jahrzehnte nach der Niederlage Napoleons 1815 bis zur Märzrevolution im Jahr 1848. Im Deutschen Reich hat der Adel die Gelegenheit genutzt, die politische Macht wieder an sich zu reißen. Regiert wird mit harter Hand, autoritär, repressiv, bisweilen auch bigott, so wie es eben zugeht, wenn Obrigkeit und Amtskirche zueinander finden. Regte sich Widerstand gegen die strenge Bevormundung durch diese Obrigkeiten? Klar. Es protestierten die Studenten, bis ihnen das verboten wurde. Es demonstrierten die Bürger, soweit das von Zensur und Geheimpolizei gestattet war. Es rebellierten die Bauern und die Handwerker. Denken Sie nur, führte zu sehr an die Weberaufstände in Schlesien, 1844 blutig niedergeschlagen von der preußischen Armee. Es war auch, das wollen wir ja nicht verschweigen, die Zeit eines mächtig erstarkenden Antisemitismus. Die Intellektuellen, die Dichter, die Künstler der Zeit haben einen schweren Stand. Viele ziehen sich zurück und suchen die blaue Blume der Romantik. Manche, die Mutigen, erheben das Wort und werden dafür bestraft, wie Heinrich Heine. Andere, denken wir an Goethe, arrangieren sich mit der Macht. Auch Goethe war ein Maßstab. Und da betritt diese Bettine Brentano, ab 1811 verheiratete Bettine von Arnim, die Szene und spricht Sachen aus, die ein Mann auszusprechen sich zu jener Zeit kaum oder nur unter Pseudonym trauen würde. Redet und schreibt von Rechten der Menschheit und gar von Massenelend, wenn die frühe Industrialisierung zum Thema wird. Verbindet das Feinsinnige, das Literarische mit dem Gesellschaftlichen. Das Gesellschaftliche, den Salon mit dem Politischen. Nennt die Dinge beim Namen. So erregt sie Aufsehen, auch bei den Spitzeln. Und je nach Blickwinkel des Betrachters oszillieren ihre Auftritte zwischen dem Grandiosen und dem Peinlichen. Als Frau fällt sie jedenfalls aus der Rolle. Frauen reden nicht über Politik, über soziale Missstände. Frauen verstehen und heilen. Frauen, das ist wohl das Wichtigste, Frauen mischen sich nicht ein. Schon gar nicht in öffentliche Kontroversen, wie etwa den Aufstand der Weber, die Gesundheitspolitik oder die Bewertung von Johann Wolfgang von Goethe. Doch gehen wir der Sache für einen Moment chronologisch nach. Bettine von Arnim stammte aus einer adligen Familie, deren Herkunft man lange in der italienischen Geschichte, genau in der Geschichte der Lombardei, zurückverfolgen kann. Ein Teil der Familie ließ sich Ende des 17. Jahrhunderts in Offenbach und dann in Frankfurt am Main nieder, wo Bettine 1785 auf die Welt kam. Ihre Vorfahren, auch ihre Brüder, waren nicht nur vom edelsten Geblüt, sie verstanden sich auch vortrefflich auf den Handel. In Frankfurt zeugte davon ein, heute würden wir sagen, ein blühendes Import- und Exportgeschäft mit Sitz in der Innenstadt, in der großen Sandgasse. Prachtvolle Niederlassung, die den Schönen, die Sparten Adel, Kunst und Wirtschaft gleichsam symbolisch zusammenführenden Namen trug, Haus zum goldenen Kopf. Es herrschte in diesem Haus kein Mangel, weder an weltlichen Gütern, an künstlerischen Inspirationen, nicht einmal an Geschwistern. Bettine hatte deren gleich 20. Der Vater war schließlich dreimal verheiratet. Die Brentanos verkehrten mit den Goethes, man darf vermuten, nicht nur zu geschäftlichen, auch zu künstlerischen Anlässen. Der Vater von Bettine nannte sich einen Dilettanten des Geigenspiels. Das war damals kein geringer Anspruch. Er schrieb in seiner Freizeit Gedichte, wenn auch auf Italienisch, wenn auch von nicht so überragender literarischer Qualität. Aber die Großmutter Bettins, Sophie von La Roche, eine wunderbare Frau, eher groß als klein, wie Goethe in
unnachahmlicher Präzision schrieb, war eine umworbene Schriftstellerin, deren Romane es auf beachtliche Verbreitung brachten. Und sie war übrigens, wie ein anderer Dichter bemerkte, auch die erste Herausgeberin einer Zeitschrift für Frauen. Goethe, der ihre Enkelin Maximiliane heftig verehrte, berichtete darüber in Dichtung und Wahrheit. Im Salon der Sophie von La Roche in Offenbach verkehrten die geistreichsten Köpfe der Zeit, literarische Schwärmer des Zeitgeistes und eben auch jene ein wenig nach Schwefel riechenden Umstürzter, die sich seit der Französischen Revolution Jakobiner nannten und für die die Sache der sozialen Gerechtigkeit das Wichtigste war. Und wie das in literarischen Salons so der Brauch zu sein pflegt, niemand suchte einen Scheffel, unter den er sein Licht hätte stellen können. Die kleine Bettine Brentano hatte somit die verschiedensten materiellen und immateriellen silbernen Löffelchen in ihrem Mund. Und da sie keineswegs auf den Kopf gefallen war, lernte sie früh, dass man auch als Mädchen sowohl von seinem materiellen Erbe wie von seinen geistigen Anlagen ungeniert Gebrauch machen darf. Denn, schrieb sie, wer ist des Staates untertan? Der Arme ist's, nicht der Reiche auch? Nein, denn seine Basis ist Selbstbesitz und seine Überzeugung, dass er nur sich angehöre. Den Armen fesseln die Schwäche, die gebundenen Kräfte. Das kann man, das muss man vermutlich zunächst im Zusammenhang mit der frühsozialistischen Begeisterung, recht besehen dem Jargon jener Jahre, lesen. Doch bei genauerem Zuhören erkennen wir auch, dass sich hier sehr exemplarisch eine Frau als Individuum, als eine selbstbewusste Stimme zu Wort meldet. Eine Stimme, die sagt, die Regeln der Gesellschaft und der Obrigkeit sind anders als die 10 Gebote Gottes nicht auf Steintafeln eingeritzt worden. Das gilt nicht nur für den Unterschied zwischen Arm und Reich, dasselbe gilt ganz genauso für die Unterscheidung zwischen den Geschlechtern. Und das war ein Plädoyer für die Kraft des Unkonventionellen, wenn denn das sogenannte Konventionelle zu einem unsinnigen Joch geworden ist. Biografisch muss daher hier noch schnell ein anderer Umstand erwähnt werden. Bettine Brentano findet schon als junges Mädchen sehr schnell eine enge, eine sie auch nachhaltig prägende Beziehung zur Mutter von Johann Wolfgang Goethe, zur Frau Aja oder zur Mutter Aja, wie sie in unseren Geschichtsbüchern eingegangen ist. Bettine und die Frau Aja sind grundverschiedene Temperamente, gehören ja auch verschiedenen Generationen an. Goethes Mutter starb 1808, da war Bettine gerade 23. Es ist den beiden Frauen aber gemeinsam das Verwundern über eine Welt, in der es die Männer sind, die über den Kosmos der menschlichen Werte, über Schönheit, Gerechtigkeit und die philosophische Festlegung der Wahrheit bestimmen. In diesem Kosmos gibt es allerdings einen Stern und der ist männlich und über dessen Glanz können sich die zwei Frauen schnell verständigen. Dieser Stern ist Johann Wolfgang von Goethe. Beschäftigung mit Goethe wird den großen Teil von Bettine von Arnims literarischem Ruf und Nachruf ausmachen. Ihr wohl wichtigstes Buch, Goethes Briefwechsel mit einem Kinde, erschien 1835. Da war Bettine gerade 50 Jahre alt geworden und der Stern des vor 3 Jahren verstorbenen Goethe war bereits zu einem gewaltigen, energieträchtigen Fixstern geworden, den allerdings bereits mehrere Nebel umgaben. Dieses Buch ist in der Form eines Briefromans abgefasst. Diesen Begriff muss man hier ganz wörtlich nehmen. Es geht sowohl um einen Briefwechsel wie um einen Roman, also um Erfundenes. Bettine von Arnim begegnete Goethe zum ersten Mal 1807 in Weimar und verliebte sich dort in den um 36 Jahre älteren Dichter. Sie selbst ist 22 Jahre alt, unterschreibt ihre Briefe aber immer noch gerne mit »Dein Kind« und projiziert sich in die Rolle der Muse und der Geliebten. In dieser literarischen Projektion erschafft sie sich und mehr noch ihren Lesern Goethe als einen hellenischen Titan und einen wundervollen Liebhaber. Sie selbst ist die ihn verklärende Bettine, ist dabei Nymphe und Engel zugleich. So etwas funktioniert naturgemäß nur in der Literatur. Dem Geheimrat Goethe waren diese Schmeicheleien, auf die er im wirklichen Leben nur in kargen Zeilen antwortete, eher peinlich. Nein,
Er war eigentlich keiner Schmeichelei abhold, aber vielleicht ahnte er die Absicht nämlich, dass die Verehrung nicht ihm, einem Wesen aus Fleisch und Blut und durchaus sinnlichen Appetiten galt, sondern einer Idealfigur. Er dachte von einer Frau, die Bilder erschuf, Bilder von einer idealen Liebe, Bilder von einem idealen Dichter. Es handelt sich mithin um einen Roman, doch schon auch um eine Mischung aus Dokumentierten und Erfundenen. Wie gesagt, Bettine von Arnim war eng befreundet gewesen mit Goethes Mutter, der Frau Rath. Und diese hatte ihr viele Geschichten erzählt, die bei ihrem Sohn dann unter dem Titel Dichtung und Wahrheit auftauchten. Literarisch haben wir es somit mit einer ironischen Variante jener russischen Puppen, jener Madroschka, zu tun, bei denen stets eine Figur unter der anderen steckt, die sie umhüllt. Das hat noch niemand als literarisches Verfahren so recht gewürdigt. Die meisten Kommentare, muss ich jetzt sagen, die meisten männlichen Kommentare beschwören das Bild einer Frau, die sich in romantischer Verklärung eine Ikone sozusagen mit dem Munde gemalt hat. Genau an dieser Stelle müssen wir einen Blick daher auf das Original, auf Johann Wolfgang von Goethe werfen. Der ruhte, als Bettine von Arnims Briefwechsel mit einem Kind erschien, wir haben es gerade nachgerechnet, seit 3 Jahren in der Gruft in Weimar. Und unter den deutschen Dichtern war ein heftiger Streit darüber ausgebrochen, was denn das Urteil der Geschichte über diesen Goethe sein sollte. Da gab es den wortgewandten, äußerst gern gelesenen Johann Friedrich Wilhelm Pustkuchen, Pfarrer aus dem westfälischen Lemgo, der Goethe vorwarf, er sei schlechthin unsittlich, antichristlich, unmoralisch und der das immerhin in 5 Bänden zu belegen versuchte. Da waren aber auch die nicht mehr ganz jungen Männer, die nach Revolution, nach liberalen Reformen, nach einem Ende der obrigkeitlichen Bevormundung trachteten. Ludwig Börne, um einen der prominentesten Schriftsteller zu nennen. Diese Autoren verachteten Goethe als einen devoten Knecht des Feudalismus, einen Lakaien, der seine Kunst nur als folgenloses Kunsthandwerk betrieben habe. Goethe wurde in jenen fiebrigen Jahren sozusagen von links wie von rechts in die Zange genommen. Und so klug und so gescheit und so kunstsinnig wie Heinrich Heine, der Goethe als Dichter verteidigte, so klug war leider keiner. Wie konnte sie bloß diesen Goethe lieben, fragte Börne, als Bettine von Arnims Buch erschienen war. Diesen Goethe, der sich nicht für die Emanzipation der Juden eingesetzt hat. Warum kletterte sie ausgerechnet an Goethe hoch? Dieses herrliche Mädchen, das früher an Türmen, Mauern und Bäumen hochgeklettert war. Sie hat ihm manchmal den Kopf gewaschen, aber das Herz konnte sie ihm nicht waschen, fügte Börne hinzu und klingt wie ein betrogener Liebhaber. Da stand sie nun, dieses merkwürdige weibliche Irrlicht, das den Männern so viele Rätsel aufgab. Die Frau, die statt ein Buch über Armut und Epidemien zu vollenden, ganz schlicht die Pflege dieser Armen und Kranken übernahm. Die Frau aus reichstem Hause, die Verbände wechselte und Eiskübel schleppte und sich für von Preußen vertriebene Polen einsetzte. Sagen wir einfach, sie war ungewöhnlich. In ihrem Schreiben genauso wie in ihrem Handeln. Das Mittelmäßige war ihr verhasst. Als Goethes Frau Christiane bei der Ausstellung eines unbedeutenden Künstlers in ein säuselndes Schwärmen verfiel, gerieten die beiden Damen in einen Streit. Frau Goethe wurde handgreiflich. Bettine wehrte sich mit den Worten: Christiane, Sie sind eine wahnsinnige Blutwurst. Goethe war der Vorfall natürlich schrecklich peinlich. Bettine hat ihn offenbar genossen. Mehr sollte man dazu nicht sagen.